Moin Jungs und Mädels, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot nicht, sondern Pearl Nuzlocke. Beim letzten Mal musste Teriyaki dran glauben. Wir kriegen leider kein Logok, kein Feuerkampf-Pokémon. Das ist in dieser Phase jetzt erstmal nicht drin. Sondern wir müssen uns hier leider selber nochmal ganz, ganz umständlich durchboxen. Jogging ist sehr gesund, aber man soll es auch nicht übertreiben. Zum Beispiel im Regen rumlaufen und die ganze Zeit nass geregnet werden und vielleicht morgen mal eine Erkältung haben. Das sollte man nicht tun. Aber du machst das doch trotzdem. Okay. Ich kämpfe gegen alle. Auf diese Weise werde ich besser. Jetzt der Song hier. Und du sagst jetzt was? Ich will zur Herausforderung in die Schleie der Arena, aber zuerst... Gib's was auf die Fresse. Bada bada bam 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 bam. Chloe und Max. Despotar und Pichu. Uiuiui. Ich glaube, Chloe, du bist so ein bisschen... nicht so die Gute. Nee, bist du nicht. Also, was mir mal auffällt, ich habe jetzt zwar relativ wenige sehr, sehr starke Pokémon, aber ich kann damit nicht alle Elementartypen eben abdecken. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendeinen Gegner hätte, der merkwürdigerweise gegen alles voll effektiv ist, dann hätte ich ein Problem. Dann würde der mein ganzes Team zerficken. Wie damals bei Koga, war ja ungefähr das gleiche. Ich glaube, wenn ich da Stolunia schon stärker gehabt hätte, dann hätte ich ein anderes Kämpfchen hätte austragen können, ne? Aber hätte Fahrradkette. Kellogg's ist noch am Leben. Logok gibt es nicht. Teriyaki ist tot. Oh nein, Teriyaki ist tot. Despotar wurde besiegt. Party Löwe erhält Erfahrungspunkte. Kellogg's auch. Knastseife auch. Und es regnet weiter. Pandya, oh Gott, Pandya ist der Nuzlocke MVP. Nee, ist er nicht. Also zumindest wenn er in unserem Team ist, dann kann er gerne mal zu der richtigen Supersau mutieren. Da wurde ich ja teilweise sehr sauer. Oh, Phypsianer. Phypsianer. Da ist es. Das Vieh. Aber das ging mir mit einer Metallklaue kaputt. Da bin ich mir sicher. Sturzflug? Was? Lass das bleiben. Lass das bleiben. Sowas gibt es nicht mehr. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Metallklaue und Schluss. Ich hätte nicht gedacht, dass Teriyaki so schnell stirbt. Leute, ich kann es immer noch nicht verarbeiten. Teriyaki. Ich hätte gedacht, Teriyaki bleibt bis zum Ende. Ja, am meisten Durchhaltevermögen hat ja bei uns Partylöwe, ne? Der Rest ist ja alles schon mal irgendwie unter den Tisch gekehrt worden oder verhauen worden oder so. Und wir haben hier einen totalen Durchtausch an Wasser-Pokémon. Wir haben so viele Wasser-Pokémon mittlerweile schon mal trainiert. Chloe und Max, erledigt. Du hast den Kampf gewonnen, aber wir beide haben eine Erfahrung gewonnen. Du hast meine Zuversicht erschüttert. Vielleicht sollte ich doch nicht mit dem Pichu die Pokémon-Liga herausfordern. Wäre nicht so cool. Oh. Route erledigt. Warte mal, wir müssen doch hier Blümchen abernten. Miau. Was steht hier? Schleide. Das ist eine Magobeere. Möchtest du sie pflücken? Ja, gib her. Boden ist wieder weich. Das ist eine Wiki-Beere. Ich will Wiki. Der Boden ist wieder weich. Ich tätowiere mir einen Tribal auf die Nase. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Das sind Pokémon, meine Güte. Schmeiß sie weg. Das sind nur blöde Enton. Die können ja nicht so stark sein. Mann, was ist hier für eine Musik? Schon geil, ne? Team Galactic Privatbesitz. Durchgang verboten. Moin! Hey, du! Ja, du! Du befindest dich auf dem Gelände des Teams Galactic. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Verpiss dich. Das ist wohl ein Kinderspielplatz. Wohl!
Die Spielhalle ist gefährlich. Warum nun? Man hat dort so viel Spaß, dass man völlig die Zeit vergisst. Hilda ist die Arenaleiterin in Schlajede. Marinus ist der Leiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzofen. Die sind alle viel zu stark. Ich bin nicht mal annähernd zu stark. Ich bin in diese Stadt gekommen, um im Kaufhaus Geld auszugeben. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Ich habe einen neuen Sonnenschirm gekauft, aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird. Daher sehe ich mir immer die Wettervorhersage an. Das ist wieder so eine Stadt hier, ne? Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon in vielen verschiedenen Formen. Knapp, knapp. Knipp, knipp. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sinnoh in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Schalellos ansehe, ist da vielleicht sogar was dran. Oh ja, Schalellos. Genau, diese Kackbratze. Moin. Das Team Galaktik-Gebäude stört mich. Es ist bedrohlich. Ich kann kaum schlafen. Diese Dorn-Dinger an dem Gebäude, sind die jetzt in? Ja, die sind jetzt in. Die sind vollkommen in. Ich möchte jetzt mal in das Pokémon Center gehen und dann erstmal Teriyaki begraben. Ah! Leute, es ist Teriyaki! Teriyaki war mein Favorit. Fridjof! Teriyaki! Ich hätte so gerne gesehen, was aus dir geworden wäre, wenn du noch ein Level höher gekommen wärst oder irgendwann dich entwickelt hättest. Aber so bleibst du eben für uns alle in Erinnerung als der sympathische Penisvogel. Ah. Hilda, die Arenaleiterin, ist ein nettes junges Mädchen. Aber hüte dich, so Erwachsene haben es schwer gegen sie. Wenn du die VM Fliegen verwendest, kannst du in Sekunden zu jeder Stadt reisen, in der du schon mal warst. Weil ich ein Pokémon, das fliegen kann? Ja, Mew könnte theoretisch fliegen. Warte mal, ich muss ja ein Pokémon wieder reinnehmen. So, wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal Sprühstück wieder mit ins Team. Wo ist es denn da? Sprühstück! Danke! So, was hat eigentlich, das haben wir noch nicht nachgeguckt, die Eierpfeile für eine Fähigkeit? Ich bin die Eierpfeile, hallo! Stärkt Käferattacken in Not, jawohl! Mit Spaßkanone und Zermalmklaue. Zermalmklaue ist gut, aber Spaßkanone? Das ist eine richtige Eierpfeile. So, wie man sich das vorstellt, eine Eierpfeile. Ja, so sieht die Eierpfeile aus. Das ist eine Eierpfeile. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Ja, klar. Und dann ist hier Mortal Kombat bei euch. Ich schmeiß euch alle weg und werde eure Herzen essen. Okay, sollen wir mal eine Runde shoppen gehen? So Frust shoppen dafür, dass jetzt einer gestorben ist? Ich habe ein Accessoire in Form eines Pokémon geschaffen. Möchtest du eins? Weißflaum erhalten. Was? Moin, verstaut Weißflaum im Modekoffer. Weißflaum ist ein Accessoire. Genau das Richtige, um deine Pokémon für Wettbewerbe vorzubereiten. Ich liebe diesen Hauch von Luxus in deinem Kaufhaus der Oberklasse. Willkommen, könnt ihr helfen? Oh Gott, die haben ja sogar Sachen, die man brauchen kann. Hypertrank, bitte. 10, danke. Und jetzt Pokebälle. Hast du nicht, ne? Tante, hast du nicht! Ah. Du hast die Hyperbälle. Oh Gott. Das ist gut. Dann nehme ich erstmal ein paar mit. Ja, ich übertreibe sofort. Ich gebe es zu. Hallo. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du Kunde bist, fühlst du dich hier in guten Händen. Du bist auch so ein Kunde, weißt du das? Willkommen im Kaufhaus von Schlajede. Ich sag dir nicht, was du hier finden kannst, weil das ja eigentlich nicht mein Job ist. Ich stehe hier nur rum. Ich gebe meinem Zirpurzel KP Plus. Das erhöht die KP. Oder etwa nicht? Wir verschenken Zubehör für den Poké. Ach, als Werbeaktion. Möchtest du den Zähler für den Poké haben? Wieso, hier bitte. Nun geh hin und zähle. Moin, ey, das Poké. Ach, Zubehörzähler. Moin, installier das Zubehör auf den Poké. Ach,
Mit dem Zähler kannst du bis 9999 zählen. Ja, wir haben schon ganz viele neue Zubehör, pass auf. Das sind unsere Schritte. Das ist der Lavrometer. Hier, da, Partylöwe liebt uns. Itemradar, Karte mit Bären drauf. Schwammen dir auch die Toten noch drauf? Nee, gut. Ein sehr unsinniges Aggregat. Jetzt muss ich hier wieder was malen. Ah. Warte mal, warte mal. So, ich muss mich hier gerade hart konzentrieren. Gott. Da gibt's was an Hals. Das sieht doch scheiße aus. So ist besser. Okay, so. Das ist ein richtiger Knast hier. Pass auf. Der hat hier noch einen Joint. So. Da, der ist am Rauchen. Das ist der Neue hier. So geht das. Ne, der hat eine Brille. Das ist eigentlich Harry Potter, aber das soll keiner wissen. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, der Zähler ist hier hilfreich. Nein, was soll ich denn damit anfangen, du blöde Muff? Kaufen. Protein, Calcium, Carbon und hier ist bestimmt dieser Megablock-Dreck. Ich habe mir mal einen Speedrun von Pokémon angeguckt und da sagten die, dass solche Items eigentlich schon ziemlich immer wären, aber wo finde ich nur passende Kleider für meine Pokémon und mich? Gar nicht. Hallo, kann ich dir helfen? Was empfehlen Sie? Möchtest du Protein? Das erhöht den Angriffswert. Was empfehlen Sie? Ich weiß es nicht. Die will auch nur was verkaufen. Die empfiehlt dir das Teuerste. Um sie nicht zu vergessen, habe ich meine Geheimnisse zu einem Brief zusammengefasst. Aber wenn das jetzt jemand liest, dann habe ich ein großes Problem. Ich kann mir Sachen nicht merken. Ich bin doof. Willkommen, kann ich dir helfen? Raubt den Effekt der gegnerischen heilenden oder werteverändernden Attacke? Verjagt den Gegner und ersetzt ihn durch anderes Pokémon. Beendet Kampf in der Wildnis. Ausstoß bizarrer Schallwellen. Der Gegner wird verwirrt. Ein wilder Kampftanz, der den Angriffswert erhöht. Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. Lenkt Gegner durch Verbergen eines Löffels ab. Ich kann auch einen Bleistift verbergen. Senkt eventuell die gegnerische Genauigkeit. Erzeugt helles Licht, das die gegnerische Genauigkeit senkt und Höhlen ausleuchten kann. Und das war's. Nein, ich bin vollauf zufrieden. Peitschenähnlicher Schlag mit Ranken. Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst verletzt. Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezialverteidigung des Gegners senkt. Extrem schnelle, kraftvolle Attacke, die stets trifft. Eine Elektroattacke, die den Gegner eventuell paralysiert. Und Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem langsame Pokémon 5 Runden lang zuerst agieren. Okay. Ein Freund wollte mir einen Marshock geben, als wir über die drahtlose DS-Übertragung, Datenübertragung tauschten. Doch statt Marshock habe ich ein anderes Pokémon erhalten. Das hat sich entwickelt. Hallo, kann ich dir helfen? Mills Trugschlag lassen sich wilde Pokémon leichter fangen. Das haben mir viele zufriedene Kunden bestätigt. Aber das kann man hier ja nicht kaufen, weil das alles gerandomized ist, du dumme Muff. Der Junge hat keine Pokémon. Er sagt, er trainiere sein Image. Hallo. Wenn dir ein wildes Pokémon begegnet, verwende sofort einen Flottball. Wenn es allerdings länger dauert, verwende einen Timerball. Sein Image. Willkommen, kann ich dir helfen? Puppen? Wofür? Willkommen, kann ich dir helfen? Ich brauche unbedingt einen Kühlschrank. Danke. Wieso? Ist ein Waschbecken teurer als ein Kühlschrank? Ich habe lange keine Wohnung mehr ausgerüstet, aber das halte ich für Unsinn. Und einfach mal dreimal so teuer.
Ich habe jetzt erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich was zu trinken. Na, was macht ihr beiden hier? Oh, ein junger Pokémon-Trainer. Ich bin alt und brauche diesen Klettdorn nicht mehr. Ich schenke ihn dir. Klettdorn erhalten. Moin, verstaut Klettdorn in der Items-Tasche. Ein Pokémon kann den Klettdorn halten, wenn es getroffen wird. Dann heftet sich der Klettdorn an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Zwei starke Jungs stehen hier. Das ist alles. Wo ist das Problem? Da habe ich auch so gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? Seit Jahren kaufe ich hier ein. Ha, und jetzt soll ich eine normale Kundin sein? Du bist echt ein Kunde. Hallo! Hallo, danke, dass du heute bei uns einkaufst. Welchen Stockwerk möchtest du? Erdgeschoss. Aber sicher. Medizin und Items gibt's hier. Moin. Und raus. So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Tschüss!